Was geht ab, liebe Sportsfreunde, und herzlich willkommen zu einem neuen Video hier auf diesem Kanal Verlängerung, Leute, mit einer sehr, sehr tragischen News. Und ja, darüber muss man einfach mal kurz reden, denn Martin Hansen, der Cheftorwart von Hannover 96, dem Zweitbundesligisten, hat seinen eigenen Hund mit einem Rasenmäher überfahren. Und laut der Bild war es auch ein Unfall, ebenfalls hat auch RAN darüber berichtet, denn es ist ein tragisches Unglück im Garten von dem Torhüter Martin Hansen passiert. Wie die Bild berichtet hat, hat der 30 Jahre alte Keeper von Zweitligist Hannover 96 beim Rasenmähen im heimischen Garten den Familienhund, eine Bulldogge, übersehen, Leute. Also er hat den Hund beim Rasenmähen übersehen. Ich frage mich, wie das geht. Mit seinem Aufsitzrasenmäher verletzte er den Hund schwer am Bein. Eine Not-OP rettete dem Tier zwar noch das Leben, doch ein Bein verlor der Hund. Einen Tag nach dem Unfall musste Hansen mit 96 in die Quarantäne, verließ diese aber nach dem 2:1-Sieg gegen St. Pauli vorzeitig. Der Club sprach von damals ja von dringenden persönlichen Gründen, deshalb musste er gehen. Doch diese Geschichte ist einfach nur tragisch und man kann diese wirklich so, wie sie hier dort dargestellt wird, einfach mal hinterfragen. Ich meine, was denkt ihr, Leute? Denkt ihr wirklich, dass ja, Martin Hansen einfach seinen Hund aus Versehen beim Rasenmähen überfahren hat? Auf jeden Fall wird es so gesagt, aber eure Meinung dazu würde mich doch mal sehr in den Kommentaren interessieren. Ja, kann man einfach nur drüber streiten. Ich finde es mega schade und ich hoffe, der Hund ja trotzdem irgendwie noch Lebensfreude und ihm wird es in der Zukunft einfach sehr gut gehen. Eure Meinung würde mich interessieren. Wir sehen uns bei der nächsten Verlängerung. Bis dann, Leute.